Die Grand Arena geht in eine neue Runde und somit heißt es auch für mich, es geht weiter mit der Action. Alle drei Accounts werden heute wieder mal befeuert und am Anfang fangen wir natürlich an mit dem Kleinen, mit der Division 7. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Natürlich wieder mit der Grand Arena. So, wir haben unsere Verteidigung gesetzt, der Angriff steht bevor und ich bin euch noch was schuldig, zwecks dem letzten Ergebnis. Ich habe in allen drei Accounts einen Sieg errungen. Somit habe ich im kleinen Zweitstand steht jetzt 2-1, also zwei Siege, eine Niederlage, im mittleren 3-0 und im großen natürlich auch 2-1. Das heißt aber noch lang nichts, denn jetzt geht die Action erst richtig los, die zweite Runde steht an und also die zweite Kampfrunde steht an und die erste Runde. Das heißt, der erste Gegner wartet bereits und mein Gegner hat natürlich auch gesetzt und somit wollen wir uns jetzt nicht lang aufhalten mit dem Ganzen, sondern wollen gleich in die Action starten. Mein Gegner ist der gute Sir Takis. Der gute Sir Takis hat ein sehr interessantes Team in der Arena. Palpatine? Und Jedis, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Aber egal, muss nicht zusammenpassen. Ist vollkommen in Ordnung. Keine Zwölfer. Seht ihr auf Qui-Gon Jinn und Darth Maul und Vader und Palpatine. Und Luminara. Also 5 seht das verteilt, aber sonst hat er da eher nichts. Was Tila schon gefallen hat, er schon auf 6 Sterne. Hoi. Er hat 1,38 Millionen, das ist ordentlich, aber so hat er eigentlich ein relativ, ja, für mich eigentlich sollte schlagbar sein. Und was war da unten? Ah, das war Kira, ich habe keinen Zwerg-Partner mehr. Ja, ich habe es nur schnell durchgeswitcht gerade eben. Na gut, schauen wir uns mal an, was er zu setzen hat, oder was er gesetzt hat. Also, er hat schon mal sehr interessant gesetzt, ob er überhaupt angreifen will mit so. Also er hat alles anscheinend für die Verteidigung, für den Angriff aufbewahrt, weil das kann man nicht, das kann man ja keine Verteidigung setzen. Das gleiche gilt für hier, total vogelwild. Irgendwelche Charaktere, irgendwelche Nonsens-Charaktere, die man nicht braucht und dann wenigstens einigermaßen vernünftig zusammenstellen. Entschuldigung, dass ich das sage, aber sowas sollte nicht passieren. Entschuldigung, hätte ich nicht sagen dürfen. Aber das heißt für mich, das sollte relativ schnell und einfach gehen. So, wir machen oben machen wir Palpatine. Und zwar wir nehmen jetzt das Imperium-Team. So, diese 4 langen, damit ich mit denen ein bisschen das Feld aufräumen kann. So, jetzt machen wir einmal hier so, dann erledigen wir sie als erstes. Oh, das hat nicht funktioniert. Dann machen wir hier so. Nicht, dass sie fractured, sondern dass sie unsichtbar wird. Das will ich nicht. Jetzt gibt es ein paar schöne Debuffs. Einen schönen Zugleistenentzug. Das hat schon mal gut gewirkt. Jetzt gehen wir als erstes auf sie da hinten los. Sie kann noch ein bisschen Schaden machen. Sehr gut. Jetzt erledigen wir als erstes den Widerstandspilot da hinten. Sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt machen wir Zugleistentausch mit ihm. Gleichzeitig Gesundheit. So, den ersten. Sehr schön. Oh, das war jetzt nicht nett. Das war jetzt nicht nett von dir. Ich krieg jetzt einen Punkt weniger. Zwecks dir. Das war nicht nett. Das war böse. Das dagegen ist sehr nett.
Wunderbar. Große Arena-Anwärter geschafft. Teil 3. Die nächste Quest, was ist das? Ah, das war meine letzte. Für die große Arena. Okay. Okay. Ich dachte, da kommt doch was hinterher. Egal. So, auf geht's. Nächster Kampf. Schauen wir mal, was er dahinter hält. Okay. Okay. Sehr interessant. Dann machen wir mal die hier platt. Und zwar... mit meiner guten alten Padme. Also, als erstes machen wir Schutzhöhung. Ich weiß, dass sie nicht bleiben wird. Sehr gut. So, der erste ist down. Nein, den will ich als erstes erledigen. So. Jetzt gibt es einen schönen Roundhouse-Kick. Oh, fast. Fast. Jetzt machen wir Schutzerhöhung wieder. Das wird zwar nicht lange, aber ich habe wenigstens werde mit 60 Punkten wahrscheinlich durchkommen. Sehr schön. Sehr gut. Wenn ich 60 Punkte habe, dann habe ich genau das, was ich erreichen wollte. Genau. Ich habe damit gerechnet, dass ich einen Punkt verlieren werde. Deswegen habe ich mit einem niedriger angesetzt, damit ich diesen Punkt auffangen kann. Weil dann muss er nämlich wirklich... Er muss komplett... Was hat er jetzt hier? Ein gefundenes Fressen. Happa Happa Time. Das gibt Happa Happa. Happa Happa. So. Ein gefundenes Fressen für Geos. Schmackofatz. So, und tschüss. So. Wunderbar. So, jetzt legen wir noch Luminara. Oh, jetzt Tank da. So, Tank verloren. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Schick mal ihn hervor. Und tschüss. Moment. Jawohl, volle 60 Punkte. Sehr schön. Und der letzte Kampf. Da mache ich natürlich mit meinen Jedis. In diesem Fall sogar nur 3 Jedis. Das sollte auch langen. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber das sollte für diese 3 überhaupt kein großes Problem darstellen, auch wenn sie jetzt abgelenkt sind. So, wir schicken ihn vor. Damit befreien wir uns auch von sämtlichen Buffs. Debuffs. Ja, sehr schön. Dann tun wir die schön verteilen. Dann kann nichts passieren.
So, jetzt erledigen wir Fives. Jetzt tankt der nächste. Er ist schon wieder abgeleckt. Ist ja gemein. Jetzt tun wir uns schöne paar Buffs verteilen. Ah, perfekt. Nochmal perfekt. So, und jetzt erledigen wir erstmal den guten R2-D2. Und volle 62 Punkte. Und das muss mein Gegner erstmal knacken. Punkte. Das ist mit Abstand mein bestes Ergebnis. Das ist ja super klasse. 1202, das heißt, ich habe alle vier Kämpfe auf dem ersten Versuch und mit voller Punktzahl. Super klasse. Das habe ich ja noch nie geschafft. Super geil. So. Von den Erfolgen gibt es jetzt da leider nichts. Und somit würde ich jetzt dann auch in diesem Fall das Ganze hier beenden. Das war mein kleiner. In diesem Fall wirklich sehr, sehr erfolgreich. Das freut mich natürlich sehr. Und jetzt werden wir uns dann gleich widmen dem nächsten. Und machen gleich die nächste Runde. Also, bis gleich dann. Und ich heiße euch herzlich willkommen in Division 4 bei meinem mittleren Account. Und hier schaut es momentan auch am besten aus. Nicht von der Rangplatzierung, sondern von den Ergebnissen, weil da habe ich ein 3:0 erreicht. Drei Kämpfe, drei Siege, also da läuft es richtig gut. Aber das passiert in diesem Account kurioserweise immer etwas einfacher. Bei allen anderen ist es mir etwas schwieriger, aber hier passiert es dann doch öfters mal, dass ich da einen Sieg raushole. Und das ist schon mal sehr, sehr schön, das freut mich immer. Aber lobe nicht, wann soll ich den Tag vor dem Abend loben? Weil es kann auch genauso gut nach hinten losgehen. Ich weiß jetzt nicht, was mein Gegner gesetzt hat. Das ist Puki Duki. Puki Duki hat Padme. Mit einem Reliktstufe 5 Annie. Dazu noch zwei weitere Reliktstufen. Also ich kann mir schon denken, was er in die Verteidigung setzt. Ansonsten, er hat sich hauptsächlich auf die konzentriert. Auf sein Arena-Team und alles andere hat er erstmal stehen gelassen, also er ist nicht sehr breit aufgestellt. Okay, er hat seine Vor- und seine Nachteile. Er hat mehr GM als ich, also schauen wir mal, was er für mich in petto hat. Er hat angegriffen, er hat schon mal alles platt gemacht. Das ist gut oder schlecht, das kann man sehen, wie man will. Also, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Hier ist er durch. Bei meinem Phoenix-Team hat er 2 gebraucht. Okay. Und hier ist er auch durch. Also, er hat einmal 2 gebraucht. Ich kann es mir schon vorstellen, hier ist er mit einem Amphis Nest. Aber das hat nicht funktioniert. Okay. Hier hat er seine Geos. Hier hat er natürlich auch sein Phoenix-Team. Okay, Commander Luke. Aha, sehr interessante Variante. Okay. Also, hier greifen wir als erstes mal die Geos an. Die Geos mit
Papa Palpatine. Und natürlich, Entschuldigung, Bastila Shan. Immer ein kleines Risiko, dieses so zu spielen, aber ich habe da relativ wenig Möglichkeiten, aber normalerweise sollte das funktionieren. Okay. Und jetzt machen wir Fracture auf Boot Alpha und somit sollte das jetzt, muss ich nur noch durchhalten, bis Boot Alpha erledigt ist. Jawohl. Jawohl. So, jetzt weiter. Palpatine, komm, komm. Und nochmal. Einmal noch. Jawohl. So, jetzt brauchen wir der erste, der zweite, der dritte. Ey, der dritte habe ich gesagt. Das war eigentlich schon der vierte. Jetzt ist der fünfte. Volle 60 Punkte, kein Gegenangriff. Gut, das war schon mal nicht schlecht. So. Da haben wir natürlich jetzt noch das Phoenix-Team. Hier machen wir jetzt erstmal das Team hier fertig. Mit meinem... Ist zwar ein kleines Risiko... Ja, ich muss volles Risiko gehen. Ich habe da gar keine andere Wahl. Moment einmal. Wie schauen meine Jedis aus? Ja, das ist der Rest des Galaktischen. Ah, genau. Einsiedler Yoda kann ich mit einsetzen. Stimmt ja. Das stimmt. Das ist schon mal gut. Dann habe ich... Genau. Moment. Nee. Halt, stopp. Wie wäre es, wenn ich... Na, das ist auch keine gute Idee, Shakti da einzusetzen in diesem Team. Nein. Genau. So. Also. Wir setzen natürlich den Run auf. Natürlich Chewbacca, damit er aufhört, die Leute zu beschützen. Wir schicken ihn hier vor. Und Chewbacca ist down. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir schicken natürlich wieder Yoda vor. Der nächste ist erledigt. So, jetzt tun wir ein paar Buffs verteilen. Wir teilen ihn hier. So, jetzt machen wir einmal so. Wow. Jetzt mit Jolie Bindo. Ja. Okay. 58 Punkte. Zwei schon mal weniger. Da nehmen wir mein Widerstandsteam. Und los. Da nehmen wir natürlich mein Widerstandsteam. Also einmal hier so. Dann machen wir einmal zack. Einen. Und jetzt erledigen wir als erstes Greedo. So, der ist schon mal down. Den versuchen wir zu betäuben. Das hat schon mal wunderbar geklappt. Jetzt gibt es eine schöne Verbrennung an alle. Jetzt versuchen... Oh, das hat ja schon mal super klasse funktioniert. So. Den. Zack. Sehr gut. Jetzt gehen wir da hinten los auf den guten Cate Bane. Der hat noch ein bisschen zu viel.
Zugleiste. Kann man betäuben. Jawohl. Und ein wunderschönes Illumined Destiny. Sehr gut. Jetzt gibt es nochmal eine Verbrennung. Und jetzt können wir ihn erledigen. Sehr gut. Jetzt erledigen wir mal den der Kerl da hinten. Und zum Schluss bleibt natürlich ein relativ schwacher Boss übrig. Volle Punktzahl, so gefällt mir das. So, jetzt schauen wir mal, was er da für ein Ei mir gelegt hat. Papa Palpatine. Er hat seinen Papa Palpatine da eingesetzt. Sehr schön, sehr schön. Und da... Ich habe jetzt noch meinen Commander Luke, ich habe Padme. Mhm. Wie schnell ist sein Thrawn? 216. Nicht sehr schnell. Das ist gut. Also sollte ich da mit dem wenig Probleme haben. Also, jetzt haben wir trotzdem das Phoenix-Team. Das Phoenix-Team. Wo ist es? Hier ist er. So. Okay. So, jetzt machen wir einmal hier einen auf so. Und... Hey, das hat ja nicht mal funktioniert. Ich wollte sie erledigen. So, jetzt tun wir uns ein bisschen verstärken. Jetzt erledigen wir als erstes mal den Kollegen da hinten. So. Der. Jawohl. Betäuben? Immer noch nicht. Das kann ja wohl jetzt nicht sein. So. Wunderschöne 62 Punkte. Und jetzt schauen wir mal, was er da hinten noch... Okay. Jetzt wird's interessant. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. So. Padme. Galaktische Republik. Also, wir setzen ein... Mit Fives. Und zum Schluss noch ihn hier. Alter, damit haben wir zwei Tanks. Nee, das ist das gefährlichere Team. Ich habe drei Tanks sogar. Das ist witzig, dieser wie drei Tanks drin ist, das geil. Was habe ich da noch an Jedis da? Ja, ich habe da noch 5 Jedis da, die sogar ich einigermaßen einsetzen kann. Genau, das Land. Perfekt. So, jetzt machen wir erstmal hier so.
So, jetzt machen wir gescheit einen Roundhouse-Kick. Jawohl, der ist erledigt. Und jetzt erledigen wir endlich mal denjenigen, der mich jetzt da gerade hier am meisten nervt. Aber es ging... Ich muss sagen... habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ich hatte gerade noch ein Fracture auf 5. Und die Schutzerhöhung hat das Fraction weggenommen. Okay. Sehr interessant. Das ist wirklich interessant gewesen. Muss ich mir nochmal genauer dann anschauen. Das muss ich mir echt nochmal genauer anschauen dann später. Weil das habe ich noch nie erlebt. Ich muss dazu sagen, ich habe es auch zum ersten Mal ausprobiert. Okay. Und jetzt haben wir natürlich der epische Kampf. Sis gegen Jedi. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Diese drei natürlich. Meine drei stärksten Jedis, die ich noch habe. Und natürlich nehmen wir noch dann, machen wir die Jedis komplett. Die sind zwar vollkommen, aber das sollte vollkommen ausreichend sein. Der epische Kampf Jedi gegen Sith. Also, als erstes geht's hier volle Lotte auf. Da ist ein Hilos, der ist schon mal weg. Dann ganz hinten auf sein. Dann Darth Maul. Der hält ja was aus. Ist ja unglaublich. So, jetzt nehmen wir ihm alles. Wow. Und zum Schluss. Und wieder volle Punktzahl. Ist das genial. Und somit sollte die... Mit 1558 zwei Punkte unter dem Maximum der Sieg nichts im Wege stehen. Super genial. Das heißt, Haken darunter 4-0. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Richtig genial. Das hat jetzt Spaß gemacht. Das war sehr schön. Ah. 125 noch und ich bin Chrom. Ja, das heißt, wir werden uns, wenn die nächste Grand Arena anläuft, werden wir Chrom sein, weil ich werde wieder setzen und beim Setzen kriege ich ja nochmal 500 Punkte dazu. Läuft. Ja, Leute. Und das war jetzt Rang, also die Division 4 mit einem wirklich hervorragenden Ergebnis. 1558 Punkte. Das ist auch bis jetzt mein bestes Ergebnis. Also kann ich mir ehrlich gesagt, da freue ich mich. Das ist super genial. Und dann sehen wir uns jetzt natürlich zum dritten und letzten Kampf. Wir sehen uns gleich beim großen. Ja, und schon sind wir im Großen, das heißt Division 2 mit meinem Account, der am meisten GM hat. Deswegen ist es für mich der Große oder viele sagen auch Main Account. Für mich ist es einfach der Große. Also, da steht es natürlich auch 2-1, 2 Siege, eine Niederlage, war aber auch berechtigt, muss ich ehrlich sagen. Also. Fangen wir gleich an. Schauen wir mal an, was mein Gegner gemacht hat. Das ist der gute Cloud 7. Cloud 7 hat unschwer erkennbar das Revan. Er hat natürlich den guten alten Jedi Revan in seinem Arena-Team. Hier hat er das Revan auf Reliktstufe 4.
da. Ansonsten hat er relativ wenig Reliktstufe 4, aber er hat dann auch wieder sehr breit gefächertes Roster. Und er ist vor kurzem erst auf Elite Division 2 aufgestiegen. Also, schauen wir mal an, was er gemacht hat, und muss dazu sagen, er hat wirklich sehr intelligent gesetzt. Muss ich jetzt ehrlich sagen, es ist schon nicht schlecht, was er gesetzt hat. Er hat nämlich in die Verteidigung das Rehmann gesetzt. Okay, es ist nicht so sonderlich stark, aber trotzdem gefährlich. Ich könnte mit meinem eigenen Jedi-Revan, ich könnte mit Padme, ich habe auch ein Team dabei, ich habe auch ein Arena-Team, was dieses Team wahrscheinlich besiegen wird. Ich sage ganz bewusst wahrscheinlich, es gibt keine Sicherheit, dass das funktioniert. Ja, und dann hakt schon aus. Mehr Teams habe ich nicht. Und das Problem ist, ich brauche mein Jedi-Revan-Team. Er hat hier natürlich seine Kopfgeldjäger. Die kann ich mit meinem guten alten Widerstandsteam erledigen. Das sehe ich nicht als Problem. Hier haben wir natürlich jetzt das Problem. Ich muss mich jetzt erstmal gescheit besser setzen, weil das ist jetzt halt extrem heftig, was jetzt kommt. Er hat natürlich sein Mutter Talsin Team mit zusammen die gute alte Treya. Also es ist auf jeden Fall eine extrem bunt gemischte Truppe, die schon wirklich relativ schwierig ist, gerade am Anfang. Für die ersten, und mit Sicherheit hat er noch ein paar Eier in der Hinterhand gesetzt. Muss man ganz klar sagen. Er hat mit Sicherheit noch ein paar Eier in die Hinterhand gesetzt. Ufa, ufa, ufa. Also, wie ich die Teams bekämpfen kann. Mutter Talzin ist natürlich absolut prädestiniert, dass ich mit ihr. Ich könnte mit ihr natürlich mit meinem Jedi Revan. Klar. Palpatine, klar. Auch meine Treya könnte ich sie schlagen. Kopfgeldjäger, Jedis. Jedis ist schwierig. Ja, selbst mit unter Bastila Lied könnte sogar funktionieren. Schwierig. Echt keine leichte Aufgabe jetzt. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch schon überlegt. Aber es steht und fällt ehrlicherweise alles mit einem Team. Und das ist das Erste. Und vor dem habe ich ein bisschen Schiss. Weil ich das zu wenig bekämpft habe. Und das Problem ist, mein eigenes Team ist noch nicht gut genug ausgebaut. Ich habe zwar eine Reliktstufe 7 Annie und eine Reliktstufe 4 Padme, aber der Rest. Normalerweise ist ich habe nämlich ein Seta verteilt und das habe ich auf ich habe überlegt, ob ich das Seta, was ich geben konnte, Anakin, General Kenobi oder ob ich das Ahsoka gebe. Einen von dreien. Ich habe es Anakin als erstes gegeben. In diesem Fall wäre es, glaube ich, sinnvoller gewesen, wenn ich es Ahsoka gegeben hätte. Ich schwanke immer noch jetzt zwischen Ahsoka
und Varys Offee. Ich mach's mit diesem hier. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Oh mein Gott. Also, als erstes Schutzerhöhung. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ich schreie jetzt nicht durch die Gegend. Das ist nicht nett. Oh. Okay. Na gut. Ein Kampf zum Aufbauen. Ein Kampf zum Aufbauen. Ich schreie jetzt wirklich nicht durch die Gegend. Ich baue an meinen Teams, ich baue an meinen Teams und dann passiert das. Dabei sind beide um einiges langsamer als meine. Weil jedes Mal, wenn ich das sehe, wie man gegen solche Teams mit einem Padme-Team kämpft, jedes Mal heißt, man soll zum Beispiel Schutz abprallen lassen, aber klappt nie. Bei mir klappt das nie. Keine Ahnung warum. Ich kann machen, was ich will. Es funktioniert nicht. Sorry, dass ich jetzt gerade etwas... Ich muss erst das Ganze verdauen. Weil... Das ist jetzt wirklich nicht nett gewesen. Okay. Das war natürlich jetzt ein zu erwartender Sieg. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch gewesen. Aber trotzdem, das hat mich jetzt schon ziemlich aus der Bahn geworfen. Vor allem so überzeugend schnell, mit der mich platt gemacht hat. So überzeugend schnell. Kapiere ich nicht. Kapiere ich beim besten Willen nicht. Okay. Na gut.
bringt nichts dazu, darüber zu lamentieren. Ich mache jetzt erstmal die anderen platt und dann kann ich immer noch überlegen, was ich genau mache. Also, diese setze ich natürlich ein mit dem Wader und Feuer frei. Diese natürlich jetzt wirklich extrem schwierig, vor allem mit der guten alten Amphis Nest. Jetzt kriegst du erstmal deinen Fracture drauf, damit ich schon mal ein bisschen an ihm arbeiten kann. So, einmal hier. So, jetzt gibt es ein paar schöne Debuffs. So. So, das ist der erste. Nummer 2. So, jetzt schicken wir wieder ihn hier vor. So. Ja, das ist nicht anders zu erwarten gewesen. So, jetzt gibt es noch mal ein paar schöne Debuffs. Jetzt machen wir einmal hier das hier. So, das ist erledigt. Jetzt tun wir sie erstmal außer Gefecht setzen, damit sie mich nicht weiter nervt. Sehr gut. So, sie ist down. Ja, tun wir gleich sie erledigen. So, jetzt kommt sie aus, sie vom Tisch und natürlich der Zombie. Dann. So. Okay, jetzt noch ein paar schöne. Jetzt tun wir noch einmal das hier. Jawohl. Ah, perfekt. Jetzt kriegst du einen schönen Fracture in die Klappe. Und das war's. So, jetzt ist dieser Kampf schon mal erledigt. Dann, in diesem Fall nehme ich jetzt mein Commander Luke Team. Damit ich ihn jetzt so lange suchen muss. Und mit diesem Team hier. So. Okay, jetzt machen wir hier schön. Boom! So. Okay. Mein Han Solo ist sehr, sehr geschwächt, das Morgelet. So, jetzt heile dich. Nochmal unsichtbar machen. Okay.
Das war natürlich jetzt kein sehr überzeugender Sieg, aber ich will schauen, was er da in der Hinterhand hat. Die Geos, das ist natürlich auch ein sehr, sehr dankbares Team für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Da gehe ich natürlich jetzt weiter auf dieses Team drauf ein. Oh, wenigstens etwas. So. Was? Du bleibst da. So geht's ja gar nicht. So geht's nicht, mein Freund. So geht's nicht. Okay. Das Maul ist natürlich jetzt mein Kugelfang. Und natürlich, der, auf den werden sie komplett losgehen und den werde ich verlieren. Aber das ist beabsichtigt. Genau. So, jetzt hat. Das gefällt mir jetzt nicht. Jawohl. So, jetzt saugen wir mal an allen. Dann machen wir uns unsichtbar. Und, oh, hat noch nicht funktioniert. So, aber jetzt tschüss. So, jetzt ist es erledigt. Jetzt schützen wir den mal ein bisschen, damit da nichts mehr passieren kann. Und jetzt erledigen wir einen Geo nach den anderen. Okay. Das hat schon mal gut funktioniert. Okay. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr, also ein gefährliches Team. Darf man nicht unterschätzen. Dass er sein Jedi, sein, er wird seinen Annie brauchen. Seinen Jedi Revan wird er brauchen. Das wollte ich jetzt sagen. Also. Schau mal, was wir da noch übrig haben. Genau, diese drei, das ist schon nicht schlecht. Nee, da ist nichts mehr übrig, was gut genug ist. Imperium wahrscheinlich. Ah, da habe ich den noch übrig. Das passt. Weil der macht dann, der kann richtig viel Schaden machen. Da kann richtig viel Schaden machen. Sith Imperium habe ich jetzt. Ich habe jetzt meinen Malak, der definitiv noch nicht mal viable ist. Den habe ich noch übrig. Nee. Das wäre gegen dieses Team, glaube ich, jetzt nicht so gut. Ich brauche noch einen Breaker. Aber ich. Brauche noch einen, den ich mit einsetzen kann. Jetzt gehen wir mal in das Oberst. Gehen wir mal in alle rein. Emphys Nest. Genau. Die kann ich hier einsetzen. Also.
Das würde. Moment, das wird sowieso nichts. Ah, sie hat schon. Das wird bringt bei ihm ja sowieso nichts. Nur Fähigkeit. So, jetzt tun wir alles. Sehr gut. So, jetzt schauen wir das. Halt. Okay, die ist jetzt schon mal erledigt. Jetzt tun wir es gleich wieder. So, jetzt kriegt der nächste Erpress. Halt. Ah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nur 59, also wunderschöne 59 Punkte. Und das war schon mal ein sehr, sehr schöner Sieg. Das muss man ganz klar sagen. Das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir jetzt wieder besser gefallen. Das war in Ordnung. Vor allem auch mit einem Team, was absolut etwas random ist. Gut. So, jetzt habe ich wenigstens diese zwei Felder erledigt. Jetzt stehe ich wieder da. Jetzt habe ich es aber geschafft mit einem Team, was ich definitiv nicht. Jetzt habe ich nur noch ein Team übrig. Wenn das nicht klappt, ist das Thema durch. Ist der Drops gelutscht. Das Problem ist. Dass ich danach nur noch Randoms übrig habe. Das ist das Problem. Aber egal, ich habe keine Wahl. Ufer. Ich mache mir jetzt wenig Hoffnung. Ich werde alles geben, aber ich mache mir wenig Hoffnung. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Trotzdem. Lass es einmal so funktionieren, wie ich das haben will. Einmal. Okay. So. Ah, Moment. So. Saugt er an dem. So, Moment.
Das ist alles nicht nett. Ja, hat sich erledigt. Einen habe ich erledigt. Ich habe nicht mal viel reagieren können. Wahrscheinlich war es wieder auch der falsche Angriff. Vielleicht hätte ich doch jemand anders angreifen sollen am Anfang. Aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich habe jetzt keine Teams mehr übrig, die dieses Team auch nur ansatzweise gefährlich werden könnten. Das hier habe ich noch übrig. Tja, Leute. Gegen das Revan ist für mich momentan noch kein Kraut gewachsen. Er wird durch meine Verteidigung durchkommen und somit habe ich jetzt da leider Gottes keinen Sieg errungen. Ich kann es leider nicht ändern. Es ist sehr schade. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber mein Gott. Ich muss an meinem Counter gegen das Revan arbeiten, dass es endlich besser wird. Aber wir wissen ja alle, was jetzt bald kommt. Denn wir wissen ja, die guten galaktischen Legenden warten auf uns. Aktuell schauen meine Teams so aus. Also für meinen Main-Account schaut es gut aus, dass ich wahrscheinlich galaktische Legenden vielleicht holen kann. Es kommt darauf an, was jetzt noch verlangen. Wie ihr seht, Ray habe ich auf Reliktstufe 5. Habe ich jetzt vor kurzem auf Reliktstufe 5 bekommen. Er hier steht kurz davor, dass ich ihn auf Reliktstufe kriege. Bei ihm dauert es auch nicht mehr lang. Da braucht auch nur noch zwei Teile. Und dann habe ich ihn auch auf Reliktstufe. Also Ray schaut schon mal recht ordentlich aus. Also es kann sein, dass ich sie hinkriege. Bei Kylo dagegen schwieriger. Ich habe ihn zwar jetzt inzwischen auch auf Gear 12, aber nur ein Gear 12 Teil. Das wird nur ein bisschen dauern. Deswegen werde ich mich hauptsächlich jetzt erstmal schauen, dass ich sie bekomme. Das wird mein erstes, die Priorität sein. Sie bekommen. Und das ist auch das ganze Problem, warum ich mich auch, ich kümmere mich erstmal darum, dass ich ihn hier auf Reliktstufe kriege. Das ist für mich mein primäres Hauptziel. Und dann natürlich ihn auch. Er braucht ja Minimum 7 und er braucht 5. Also der Truppler braucht 5 und der gute alte Finn braucht 7 und sie braucht natürlich auch 7. Und das muss ich auch erstmal hinkriegen. Und wenn es dann soweit ist, schaut's, dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Aber dann kommen schon wieder neue. Und deswegen, ich glaube, dass ich nur in der Lage dazu bin, sie zu bekommen. Aber das wäre auch schon mal was, wenn ich eine von beiden bekomme. Ja, Leute. Und das ist auch der Grund, warum es ein bisschen schwieriger wird, ein gutes Konterteam gegen das Revan zu bekommen. Wenn ich jetzt auf meine galaktische Republik schaue, Kenobi muss Minimum noch 3 Reliktstufen plus sein. Und werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Hier, Ahsoka werde ich jetzt bald endlich diese zwei Teile hier noch, brauche ich noch zwei Teile, dann habe ich sie auch auf dann habe ich sie wenigstens auf 11. Die ist ja erst auf 10. Und diese zwei brauche ich ja. Und da habe ich jetzt, und wie ihr seht, von den zweiten habe ich fast gar nichts da. Keine Ahnung, warum die auf einmal so wenig geworden sind. Das werde ich bald haben. Und dann habe ich sie endlich auf 11. Und bis ich sie dann auf 12 gekriegt habe. Und das ist das ganze Problem. Es zieht sich wie Kaugummi. Das zieht sich ewig hin. Aber egal. Ich kann es nicht ändern. Er hat gut gewonnen, er hat gut gesetzt und dafür hat er sich den Sieg verdient. Also Leute, und für mich ist das jetzt die Grand Arena für dieses Mal abgeschlossen. In 2 Tagen werden wir uns wiedersehen, wenn da die nächste Runde kommt. Und dann werden wir mal weiterschauen. Vielleicht
Ich werde dich natürlich da auf dem Laufenden halten und vielleicht hat sich da auch schon eine kleine Änderung ergeben, aber ich glaube es jetzt eher nicht. In Bezug auf das Riemann Counter. Schwieriges Thema für mich. Schwieriges Thema. Aber egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn ich da wieder mal gegen das Riemann versagt habe. Wenn dem so war, gibt es die Video und Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, servus. Möge die Macht mit euch sein und natürlich viel Spaß in der Grand Arena und wir sehen uns im nächsten Video.